Ja, ich komme ja schon. Bin ja schon da. Hallo und willkommen bei Tiny Tommy. Heute möchte ich auch mal was Cooles von Kinderschokolade stellen. Ups, das ist das falsche Kabel. Und zwar haben die ein Eisherz rausgebracht, das so aussieht. Das Ganze nennt sich Ice Cream Stick und soll nach Kinderschokolade schmecken. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze nur ein Werbegag ist oder ob das tatsächlich nach Kinderschokolade schmeckt. So sieht das Ganze von der Rückseite aus. 10 Stück sind schon drin, ne? Aber einer mysteriösen Art und Weise sind schon 2 abhanden gekommen. Dann würde ich mal sagen, probieren wir das Ganze mal aus und schmecken, ob das so schmeckt, wie es schmecken sollte. So sieht das Ganze aus, wenn ihr die Verpackung öffnet. Nehmen wir uns mal einen kleinen, wie nennt sich das? Stick. Ach, nicht Riegel, sondern Stick. So sieht das Ganze aus. Also von der, vom Logo her richtig schon mal stylisch. Das Ganze öffnen wir jetzt einmal. Klack. Und was kommt zum Vorschein? Ein kleiner Eisblock. Hier oben befindet sich die Milchschokolade und da unten die Vanilleschokolade. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus und... Schmeckt wie Schokolade. Probieren wir mal die Vanille. Also ich muss euch sagen, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das Kinderschokolade ist, würde ich das für ein ganz normales Eis halten. Also nichts Besonderes. Wobei bei der Schokolade, ich versuche jetzt mein Hirn auszuschalten, mein etwas Größeres. Ja, also es kommt schon ein bisschen hin nach Kinderschokolade. Aber das Problem ist, dadurch, dass man das weiß, ist das ein bisschen schwierig zu urteilen. Ihr könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, falls der ein oder andere das schon ausprobiert haben sollte, wie ihr das findet. Ist das nur ein teurer Marketing-Gag oder ist es was Nützliches? Also von meiner Seite aus würde ich mal sagen, schmeckt so wie so ein, wie heißen die denn? Milky Milk Eis? Es gibt doch diese gleiche Art, die auch so aussieht. Mini Milk. Ich glaube Mini Milk. Ja. Nee. Dafür ist mir das zu teuer und es schmeckt eigentlich jetzt gar nicht so besonders. Aber muss ja jeder von euch selber wissen. Kommen wir gleich mal zu meinem Fazit. Schwenkt mal rüber. Ja. Keine Ahnung, wo da der Unterschied sein sollte jetzt. Okay, ihr habt das ja schon anhand meiner Auspackbewertung eben schon mitbekommen. Mein Fall ist es nicht, aber für den einen oder anderen mag es das vielleicht schon sein. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das Eis halten wird. Ich denke mal nicht so lange. Es ist eben halt nur wieder so eine Werbestrategie, um die Leute bei der Stange zu, im wahrsten Worte des Sinne, Stange zu halten. Okay, ihr könnt ja, wie gesagt, Kommentare gerne in die Kommentarbox schreiben, aber mein Fall ist es jetzt nicht. Ein klares Daumen nach quer nach unten Zeichen. Das war's dann von meiner Seite aus. Wir sehen uns demnächst wieder, wenn es heißt Eis, nicht Eis Tommy, Tiny Tom. Mi. Schmeckt nicht. Nicht so gut.